Ja, moin moin, mein Name ist Heinrich Löwe und der Pool ist leider leer. Also nicht planschen in der Apokalypse. Komme ich hier wieder raus? Ach, Gott sei Dank, weil da ist noch eine Kiste in der Ecke. Wir haben ja letztes Mal gegen 8 Terminatoren gekämpft. Die mit der besseren Legierung. Da sind die Waffen hier mit dem roten Laser quasi schon wieder nichts mehr wert. Hier sehe ich gerade, ist noch ein Schloss. Weil das Haus hat echt ein... Ach, Geldgrab. Ach ey. Auch mehr Dietriche. Dietrich, Dietrich, Dietrich. Ha! Das war ja echt... Das war abgesprochen, ha? Ich brauche Dietriche und das Spiel reagiert. Und ein Fertigkeitsbuch! Jawollo! Und da werden wir noch nicht lange fackeln. Müssen... 24? Oh, ich habe erst Level 21. Fuck. Der nächste Fertigkeitspunkt bringt mir auch nichts. Kann ich auch gar nicht benutzen. Ist vom Spiel nicht vorgesehen. Scheiße. Gut, 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 gut. Hier ist noch eine Kiste. Hacken auch noch. Fick dich. Double fuck. So. Und dann sind wir hier eigentlich durch, würde ich sagen. Oder auch nicht. Oh, da ist meine Lieblingsgranate mit dabei. Ja, umsehen lohnt sich bei diesem Spiel. Oh, ich bin mal gespannt, was er für den nächsten Test für uns hat. Die nächste Schweinerei. Greg, you're großes here. Gebäude. Get on that stage, quick. Großes Gebäude bedeutet immer große Gegner. Was soll da hin? Ich gehe aber erstmal hier hin. Das scheint keine Kiste zu sein. Na gut, dann klettern wir mal da drauf oder hüpfen mal da drauf. Handelsware. Kippen. Good. Now wait here for a moment. My patience is wearing thin. Why am I even here? Here? On the stage, you mean? Because I wanted you to recite a poem. That's right. That's why I got you on this stage. To invoke the fear of public speaking in you. This will allow me to check your emotional response. Very important in these sort of tests. So, if you could go ahead and recite a poem. Fuck off! Very hostile emotional response. Noted. Oh, now wait and be quiet. They regularly patrol this area. Don't let them see you. So you know I'm not a Terminator? Of course I do. They are way better shots than you. Then why are you making me do all this? Because I want you to grab something for me before I help you. Ja, ich brauche ein paar. Turn left when you leave the theater. There you'll find a plane crash site. My spider scout should be stuck somewhere around. Just grab it and bring it back to me in one piece.
Mhm. Hat einen eigenen Spinnaufklärer. Oh, wir können speichern, aber erstmal. So. Davon brauchen wir ein paar. Brauchen wir erstmal zwei, weil ich hätte gerne. Ach, die anderen Dinger können wir gar nicht bauen. Ja, komm. Ich baue trotzdem noch zwei. Gut. Und Dietrich machen wir auch nochmal komplett. Ah, die können wir erst bauen. Später. Chemikalien und ja. Die mit dem großen Wumms kommen erst später, okay. Ah, das violette. Die violetten Laser, die ficken uns auch richtig. Ey. Skynet completely took over this place. I could do something about that. Wir können nichts dagegen tun, mein Freund. Und wo soll ich hin? Aber hier stehen so viele leere Gebäude. Da sind auch Nebenziele direkt voraus. Ich kann nicht anders. Ich muss die Nebenziele gutachten. Hm. Haben sich selber terminiert. Noch irgendwas in der Nähe? Da hinten war ein Schatten. Ah, wir können nicht weit gucken mit der Brille, kann das sein? Ah doch, jetzt zeigt er ihn an. Wir müssen die Türmchen hacken. Anders kriegen wir die Terminatoren nicht weg. So. Sich ja richtig Mühe geben bei der, aber den Zettel kann ich nicht lesen. Hm. Apropos, gibt's hier oben? Nee, hier, oh. Aha. Und ich habe sogar eine Tasche übersehen. Noch ein Nachbargebäude. Oh, schön. Tennisplatz. Ich gucke nur kurz wegen der Kiste, aber hier ist nichts. Wir gehen trotzdem nochmal hoch. Vielleicht kommen wir da nämlich zu so einem Geschützturm und können den quasi für uns umpolen. Das wäre natürlich sagenhaft. Hat man sowas fotografiert? Nein. Doch. Da hinten zum Beispiel. Hier sind einige. Und das sind Terminator. Ah, wir gucken erstmal, dass wir so einen Geschützturm kriegen. Und hier hinten können wir uns vielleicht nochmal umgucken. Handelsware. Der vielleicht was anderes sein kann.
Naja. Und ducken, 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 ducken. Gut, dass wir oben da diesen Balken haben. Denn rot bedeutet tot. Energiezellen nehmen wir mit. Hier ist genau das, was ich mir erhofft habe. Spaß für die ganze Familie. So. Plasmaton, Plasmaton. Du bist doch bestimmt gleich mein Freund, du Plasmaton. Fuck you. Fuck you. Weil der hat da irgend so eine Zusatzsicherung drin. Ach, ich habe hier aufgepasst. Oh Mann! Wir haben schon bei Hacken die höchste Stufe, ne? Mann, das war jetzt Space Frog in Schwer, oder wie das hieß, das Frog-Spiel. Oh, der macht sie schon fertig, hoffentlich. Weil ich den ganzen Tag Zeit. Na, einen hat er ausgelöst. Oder ausgelöscht. Ist der hier oben? T-800. Na, der ist gut, den können wir ja selber terminieren. Will nicht dich, dich will ich. Oh, könnte der vielleicht auch eine bessere Legierung haben? Oder habe ich einfach nicht getroffen? Ein Geschützturm dahin, oder? Nee. Der Geschützturm ist noch aktiv. Versuche an den nächsten ranzukommen. Zu später Stunde ist das nicht gesund. Gut, haben wir. Und in Deckung gehen. Haben wir schon mal zwei Freunde. Ich gehe lieber außen rum. Der eine T-800 ist hier weg. Aber nicht, weil ich so nett bin oder so. Oh. Ich weiß nicht was. Irgendwas hat mich... Wie komme ich hoch? Einen Krach gemacht. Ach, der ist da ganz unten.
Ob wir hier durchschießen können? Scheiße. Schnell hacken. Frau Freunde. Ihr wollt doch meine Freunde werden. Oh, Hilfe! Ah, ich glaube, die haben ihn jetzt gekillt. Oh, Heckenkill. Okay, okay, okay. Ist da unten noch einer? Ich glaube, jetzt wird es mal an der Zeit, hier diese gute Granate zu nehmen. Können wir die irgendwie rauslocken? Das ist ein 820er. Ich habe die Befürchtung, er ist blöd. Gut. Das funktioniert. Nee, das können wir nicht nehmen. Einer ist noch hier unten. Ja. Weg, 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 weg. Es gab keine Punkte. Schnell die Granaten ändern, weil die kosten scheiße viel Geld. Noch erwischt. Der Geschützturm. Okay, der weiß jetzt, wo ich bin. Auch den Geschützturm terminiert. Nochmal überprüfen. Alles tutti. So, mit Waffen dauert es nicht so lange. Letztes Mal ohne. Also ohne Schusswaffen. Man kriegt das hier auch bestimmt alles mit Schleichen hin, aber ich habe dafür nicht die Geduld. Und außerdem habe ich nicht so tolle Hardware, wenn ich die ganze Zeit schleichen müsste. So, Ecken schwer, machen wir das einfach mal.
überlastet. Ah, irgendwen hat es gefallen. Ich weiß aber nicht wen. Einer neue Fertigkeitspunkt. So. Dann herstellen können wir auch noch gar nicht. Ich würde trotzdem jetzt mal auf Härte gehen. Dass wir nicht bei ein, zwei Schüssen umklappen. Das war absolut unrealistisch, aber... egal, wir müssen am Leben bleiben. Fuck, jetzt können wir einmal ums Loch laufen. Da habe ich doch was gesehen. Komm mal her. Sie hat nur Zielübungen für mich. Sprenge die Anhängertür. Machen wir. Perfekt. Hat sich auch wieder gelohnt. Handelsressourcen, für mich auch Handelswaren genannt. Kiste. Ja. Kann ich mit leben. Sehr gut sogar. So, dann schnell weiter. Sieht da so ähnlich aus wie die Butze, wo wir gerade waren. Kommen wir da durch? Ne, es ist nicht die Butze. Oh, der lebt noch. Waren nur zwei? Okay. Kann ich auch mitleben? In die Villa rein? Wollen wir da rein? Na doch, da ist eine verschlossene Tür. Umgucken lohnt sich immer. Und so langsam müssen wir das Geld wieder raus haben für die Hardware, die wir in der letzten Mission verbraucht haben. Mal kurz gucken, dass hier keine Dose in der Nähe ist.
Denn jetzt, wo sie gerade wieder härter sind, muss man aufpassen. Ich habe eigentlich auch noch gerade ein bisschen mehr erhofft, aber... Naja, Teile, vielleicht können wir da ein paar neue Bomben basteln. Oh, es gibt noch einen Keller. Also man könnte natürlich durchlaufen, wäre man schneller fertig. Aber wir müssen uns ja hier auf den großen Kampf vorbereiten. Oh, noch ein Laden. Ich breche. Gehen wir nochmal in den Keller. Okay, da gibt es auch wieder viele Spielzeuge für uns. Sehr viele Spielzeuge. Das hat sich ja mal richtig für uns gelohnt. Denn mit denen kriegen wir die TR-820 ja auch fast kaputt. Das heißt, einfach davon so ein Teil oder zwei, wenn man da rankommt. Ah, ich komme da gerade nicht dran. Muss es so funktionieren. Hier dasselbe Spiel. Ganz schön verwinkelt gebaut. Also egal, was wir jetzt hier noch finden, alleine, dass wir diese Dinger mitnehmen konnten, ist schon sehr, sehr viel, sehr wertvoll. 250 Handelsressourcen haben, Alter, fast reingelaufen. Haben die, glaube ich, gekostet. Ja, auch wenn wir nicht alle brauchen, können wir sie vielleicht zum Teil verticken. Oh. Warum war das so gut gesichert? Okay. Gut, ich glaube, wir waren zu voreilig in der Mission. So wie es aussieht, kommen wir hier nochmal quasi her. Hm? Oh. Musch, was ist? Ja, alles gut. Was? Oh, nee. Ganz schlecht. Ich habe ihn übersehen. Der wird jetzt nicht tot sein. Das Lustige ist nur, er hat seinen Arm verloren. Ach, wartet mal ganz kurz. Die Katze kommt nicht durch die Tür. Ich bitte um Entschuldigung. Nein! Oh, was ist das denn jetzt auf einmal? Das Problem war, die Katze kam nicht durch die Tür, weil die fast zu war. Ah, die kriegen wir auch so hin, Gott sei Dank.
schützt sich die Drohne so ein bisschen, ne? Wo ist die andere? Wo ist die andere? Die andere? Hä? Wo? Hinter der Mauer? Okay, das war eine schrottreife Drohne. So, nochmal jetzt über die Gegend checken, ey. Ah, der andere Terminator ist weg. Das war auch ein Sausack. Die Roboter nutzen das richtig aus, dass man Haustiere hat. Achtet man kurz nicht drauf, schon wird man angegriffen. Ich bin auch extra hier nicht reingelaufen, weil wir wären hier nicht weggekommen. Das habe ich schon gesehen, weil er kann die Tür aufmachen oder das Tor aufmachen. Und dann war's das. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten blauen Punkt. Hier wohnte sie jetzt oder was? That looks like the place Aaron talked about. Ja. Schickes Haus. Mit Gewehrmunition. Ach, ich hab's geahnt. 820er. Ja. Und habe ich schon gesehen. Okay, erst Granate, damit die Legierung ein bisschen kaputt geht. Schön in den Schritt schießen. Hasta la vista. Blechdose. Waren, glaube ich, auch nur zwei. Ja, waren nur zwei. Gott sei Dank. Also wenn man sie mit billigen Rohrgranaten umkippen... Wie hießen die nochmal richtig? Doch, Rohrgranate. Dann gehen die auch ganz gut. Jetzt haben wir ein großes Haus. Ich weiß gar nicht, was ich hier suchen soll. Ah, da hinten ist schon mal ein Türmchen. Der steht praktisch nicht in unsere Richtung. Falls wir angegriffen werden oder so, werde ich den nochmal hacken. Solange wir uns da im Haus umsehen. Immer gut zu wissen, wenn man draußen noch einen Freund hat, der quasi Wache hält.
war aber ein hübsches Anwesen. War die Treppe? Ah. Nur mal kurz, sicherheitshalber. Dein Rucksack ist voll. Haftbombe. Na, die lassen wir doch nicht liegen hier. Dann schmeißen wir eher die Pistolenmunition raus. Tschüss. Damit können wir was anfangen. Ja. Das Anwesen war mal ein bisschen größer. Wahrscheinlich wird es der Brief sein. Notiz an Aaron. Liebe Aaron, da ich dich nicht finden konnte, hinterlasse ich diesen Brief hier. Ich hoffe, dass du eines Tages nach Hause zurückkehren und ihn finden wirst. Ich möchte keine Einzelheiten nennen, da sie vielleicht noch immer nach uns suchen. Ich habe Anweisungen für dich in meinem alten Spind hinterlassen. Ich habe ihn versteckt, wo ich vor dem Krieg gearbeitet habe. Dein lieber Ehemann, Peter. Locker? Where would I find a locker nearby? Tja. Die haben ja alle keine Badewannen und Duschen. Haben sie es vergessen im Spiel zu implementieren, oder? Brauchen Amerikaner keine Badewanne und Duschen. Ja. Liegt hier auch noch was? Oh! Etwas, das man sehr gut gebrauchen kann. Hat sich was hier in unserer... Oh. Muss ich wieder da zurückrennen? Es ist doch. Solche Missionen hasse ich. Die Kiste. Mal kurz gucken. Ah, diese Kackminen. Und noch weiter Kackminen bleiben. Waren wir da drin? Ja. Oder? Sag einfach ja. Und sehe hier Sachen, die ich wahrscheinlich nicht eingesammelt habe. Dann waren wir wohl doch hier nicht drin. Na gut. Ah, zum Rechner können wir nochmal ganz schnell. Genau, die haben wir ja alle terminiert. Was soll ich jetzt hier finden? Achso, vielleicht liegt hier der Ehemann irgendwo. Irgendwo haben wir noch eine Person gefunden, hier unten. That's the locker room.
hope it's not you, Peter. Ah, hier, da liegt die Person. Oh, das ist Peter. Brief an Aaron. Lieber Aaron, ich bin auf dem Weg nach Mexiko. Ich hoffe, dass du schon dort bist. Falls nicht, ich habe ein paar Vorräte für deine Reise dagelassen, in der Hoffnung, dass du zu mir kommst. Ich liebe dich und ich möchte, dass wir wieder zusammen sind. Wir sind schon einmal davongelaufen. Wir schaffen es noch einmal. Dein dich liebender Ehemann. Poor Aaron. Ja. Kein Happy End. Aber wir haben $250 eingenommen und das Geld können wir wieder in eine von den Dosengranaten. Die heißen echt Dosengranaten. Sind echt kein beschissener Name eingefallen. Kein Name, der noch beschissener ist als Dosengranaten. Okay. Ich würde mal sagen. Was gerade ein Laser? Ja, von da rechts. Wo wir auch rein zufällig lang müssen. So, aber ich werde jetzt nochmal abspeichern, damit diese Folge nicht so lang wird wie davor. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, unterstützt den Widerstand und lasst ein Abo da. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!